Hallo, liebe Community, grüßt euch hier auf dem Kanal vom PVW. Okay, ja, weiter geht es und wir sind jetzt hier im 14. Video von Depraved. Das ist also ein Städtesimulationsspiel im Wilden Westen mit Survival-Effekten. Und ja, ich nenne jetzt einfach mal dieses Video hier Tipps, Tricks will ich jetzt mal nicht sagen, es gibt hier eigentlich keine Tricks, sondern könnte ich nur kleine Tipps heute mal loswerden. Und dann fangen wir mal an, in Pullman City euch mal ja ein paar Sachen zu zeigen, die euch vielleicht das Leben erleichtern können, weil man kommt nicht unbedingt gleich von selber drauf. Und zwar wechseln wir mal hier rüber. So, ihr seht hier noch Restbestandteile von meiner Erweiterung. Ich hatte hier einen Bahnhof und Handelsposten bauen wollen. Das ist aber in die Hosen gegangen, wegen Geldmangel. Und ja, wir haben ja dazu ein Rathaus, was man hier etabliert, und dann kann man die verschiedenen Gebäude drumherum bauen. Und die Pioniere, die ja dann hier kommen und siedeln anfangen, die bringen ja erst einmal etliche Waren mit. Und ihr seht jetzt hier noch Reststücke, zwei Stück Fleisch, ihr seht zweimal Feuerholz und nochmal Feuerholz, und hier sehen wir fünfmal Wasser. Ich hatte versucht, ja, die Leute aus meiner Stadt hier rüber zu schicken, um sie ja, zu bitten, mal das Material aufzunehmen und bei mir im Hauptlager einzulagern. Das ist also nicht gegangen. Wäre vielleicht ein Vorteil, wenn sich die Programmierer da mal einen Kopf drüber machen, dass man auch ja solche Materialien einsammeln kann, um sie dann ins Lager rüber zu schaffen. Das Einzige, was funktioniert, wenn man also eine Person aus dem Bereich seines Dorfes anklickt, ist ganz egal, wen du anklickst, dann schickst du eben zwei, drei oder vier Leute hier rüber, und die können zum Beispiel Fleisch zum Verzehr gleich holen. Die können aber auch, soweit ich jetzt weiß, Wasser zum Verzehr gleich holen, und ja, eingelagert wird da nichts. Die essen das, glaube ich, während sie rüberlaufen, essen die das, glaube ich, oder trinken das alles aus. Und dann hat man wieder nichts im Lager drin, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Wäre natürlich gut, wenn die das dann rübertragen würden zum Lager. Ja, dann hatte ich, jetzt springen wir mal wieder zurück. Ich hatte hier dann einen Handelsposten eröffnet. Wo bin ich? Wo bleibe ich? Wo stehe ich? Da unten irgendwo ist mein Handelsposten. Ja, hier ist mein Handelsposten. Und da treibe ich also jetzt schon regen Handel mit den Indianern. Aber schweifen wir erst einmal nicht ab. Ich habe also hier zwei Fahrzeuge, zwei Leiterwagen. Und da habe ich jetzt mal probiert, die zwei Leiterwagen darüber zu schicken. Ihr habt sie jetzt hier stehen sehen. Und mit den Leiterwagen, ich tue jetzt mal auf Weiter klicken, damit das Spiel läuft. Jetzt kann ich zum Beispiel den Leiterwagen anklicken und kann sagen, er soll das Fleisch aufnehmen, das Holz aufnehmen. Den kann ich anklicken und sage ihm, das soll er aufnehmen. So, jetzt haben wir noch das Wasser übrig. Das können wir jetzt nicht mit... Doch, wir könnten jetzt das Wasser mit einem Fahrzeug, könnten wir das Wasser jetzt noch aufnehmen. Weil wir haben immer nur zwei Positionen frei. So, jetzt haben wir das aufgenommen. Jetzt können wir beide anklicken und sagen, okay, fahrt mal zurück zum Lager. Stellen wir es ja erst einmal hier ab.
damit es kein Durcheinander gibt. Also das ist mal einmal die Möglichkeit, liegen gebliebene Ware von einer gelöschten Stadt oder von einem gelöschten Bereich wegzutransportieren. Und somit haben wir also keine Ressourcen verschwendet, sondern haben uns die Ressourcen wieder zurückgeholt, die übrig geblieben sind. Wie man Waffen aufnimmt, dürftet ihr im letzten oder vorletzten Video gesehen haben. Also Leute, die keine Waffe haben, wie der hier zum Beispiel, der hat keine Waffe. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Es geht, teilweise geht es. Wir haben einen Colt, den klicken wir an und dann geht die Person, die jetzt keine Waffe hat, den habe ich jetzt zufälligerweise gerade gesehen, weil er ins Dorf hier einreitet. Das sind meistens dann neue Pioniere, die dann kommen. Den kann man dann also gleich zu einer liegenden gebliebenen Waffe hin dirigieren. Das sind dann Waffen, die übrig geblieben sind von den Banditen, die man erledigt hat. Oh, Pullman City wird angegriffen. Ach, naja gut, das ist ein Wolf. Ich habe ja meine Leute zusammengefasst in eine Gruppe, die bewaffnet ist. Und dann habe ich jetzt erst einmal mit 1 die Leute aktiviert und habe sie gleich mal hier zu dem lieben Mann geschickt, der bedroht ist. Und jetzt schauen wir mal, ob er selbstständig zum Doktor läuft. Das macht er. Es gibt also auch Leute, die laufen hier durch die Gegend und haben ein Fieberthermometer. Die sind dann erkrankt, wie der hier zum Beispiel. Der geht jetzt auch selbstständig zum Doktor. Das heißt aber nicht, dass man sich darauf verlassen kann, dass die immer selbstständig zum Doktor gehen. Es kann auch passieren, dass die Leute per Hand angeklickt werden müssen und dass man sie zum Doktor schickt. Dann klickt man hier drauf, da steht dann Doktor betreten. Das ist dann also auch kein Problem. Dann laufen sie auch dorthin. Also man muss überall sein Augenmerk drauf haben. Ihr seht ja aus den letzten Videos heraus, ich habe hier erheblich expandiert. Hier haben wir ein Pferdchen rumstehen, das sollte man nehmen und in den Stall abstellen, denn wenn es hier stehen bleibt, wird es nicht versorgt, sondern es wird dann irgendwann sterben. Ja, er läuft also selbstständig nicht zum Stall. Wir müssen dann hier auf den Pferdestall gehen, draufklicken und sagen Pferd in Stall abstellen. So, da hinten habe ich aber einen gesehen, der hatte ein Fieberthermometer. Der Förster, der ist also krank. Der geht selbstständig zum Doktor. Man sieht es an der Route. Jetzt muss ich bloß einmal ganz schnell... nein, mache ich nicht. Das lassen wir so jetzt, wie es ist. Da läuft schon wieder einer. Der geht aber auch selbstständig zum Doktor. Also momentan funktioniert es. Ob das jetzt ein Bug ist, wenn bestimmte Leute nicht selbstständig zum Doktor gehen, weiß ich noch nicht. Muss ich mal an die Entwickler schreiben. Wir können hier oben mit dem Maikäfer, wenn wir draufklicken, unsere Sorgen und Wünsche an die Entwickler mitteilen und anfragen, ob das so seine Richtigkeit hat. Da habe ich schon einige Mails quasi losgelassen. Ich habe also auch schon hier eine Eisenmine etabliert. Und wir haben momentan einen Waffenschmied, wir haben eine Bank, wir haben diesen Handelsposten. So, der ist jetzt schon mal angekommen. Den fahren wir jetzt einmal auf den Platz und laden ab. Das ist also das Material, was wir hatten. So, dann drücken wir hier unten drauf und dann ist es abgeladen. Den stellen wir jetzt hier auf die Seite und
dann fahren wir den zweiten Transportkarren hier hin und laden den Rest noch ab, den wir haben. Haben wir also wieder zwei Stückchen Fleisch. Das ist meistens Mangelware bei mir, obwohl dass ich der Meinung bin, dass ich eigentlich genug Schweinefarmen habe. Man sieht hier eine Schweinefarm. Da läuft ein Schweinchen oder ein Steg läuft durch die Gegend. Hier habe ich eine Schweinefarm und hier oben habe ich eine. Ja, da haben wir noch eine Eisenmine. Um den Rest werden wir uns dann später kümmern. Jetzt könnten wir mit dem Fahrzeug hier zu unserem Handelsposten fahren. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann könnten wir, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, entweder hier vom Rathaus aus oder vom Lagerhaus aus. Das weiß ich jetzt nicht genau auswendig. Das werden wir aber jetzt gleich mal mit ausprobieren. Bevor ich irgendwas Falsches jetzt erzähle. Wenn ich jetzt da drauf klicke, keine Waren sichtbar, klicke ich hier drauf, auch keine Waren sichtbar, außer das, was ich bestellt habe, was geliefert worden ist durch einen Händler. Also müssen wir unser Fahrzeug anklicken und fahren einfach mal jetzt hier zum Lager. So, da meine Steinmetze, die sind recht fleißig. Der Mangelware sind momentan Mäntel, wobei ich das nicht verstehe, warum. Denn einer macht Stoff oder Kleidung allgemein. Ne, zwei machen Stoff, das ist natürlich Schmarrn. Einer soll weiterhin Mäntel produzieren. Habe ich wahrscheinlich wieder mal vergessen umzustellen. Ja, hier brauchst du Auge wie ein Luchs. Du musst auf alles achten. So, jetzt klicken wir mal den Wagen an oder hier unser Haus, unser Lager. Und dann könnten wir hier Sachen einlagern in unseren Wagen. Und das könnten wir dann zu einer anderen Stadt, die wir aufbauen, transportieren, wenn wir dort noch nicht die entsprechenden Waren haben, die wir brauchen. Dementsprechend hatte ich auch ja gedacht, dass zum Beispiel, wenn ich hier auf, gehen wir mal zu die Indianer, das klicken wir mal weg, das ist das Indianer Lagerhaus und die bieten mir zurzeit an, 38 Brot könnte ich kaufen und Mais kann ich kaufen. Da steht der Kaufpreis und der Verkaufspreis. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, kostet es 40 Dollar, wenn ich das einkaufe und wenn ich es wieder verkaufe, dann bekomme ich 24 Dollar. Macht natürlich keinen Sinn und wir werden jetzt einfach mal, ja, und was ich damit sagen wollte ist, ich war dann der Meinung, wenn ich bei den Indianern bin, dass die dann vielleicht mir sagen, was sie für Wünsche haben. Also, die tauschen Brot gegen Schusswaffen oder tauschen Mais gegen Eisenerz oder gegen Steine oder was der Geier, was auch immer. Aber so wie es ausschaut, momentan hier im Spiel ist es nur möglich, Waren von den Indianern abzukaufen oder Tribut zu zahlen. Und jetzt schicken wir einfach mal unser Auto, was wir nicht beladen mit Waren, weil wir gar nicht wissen, was die Indianer brauchen. Das schicken wir einfach jetzt einmal hier hoch zum Indianerzelt. Wir werden dann das zweite Fahrzeug gleich nehmen und das schicken wir auch hoch zum Indianerzelt. Weil ich habe es nämlich hier ausprobiert,
Ich habe also hier zum Beispiel 26 Holzbretter und 12 mal Weizen habe ich bei den Indianern abgelagert, weil ich gedacht habe, naja gut, vielleicht brauchen die das. Im Spiel steht ja nichts drinnen geschrieben, was sie benötigen oder was sie gerne eintauschen würden. Vielleicht wird es ja noch implementiert, ich weiß es nicht. Ich habe aber den Programmierer schon angeschrieben, ob das noch implementiert wird oder ob das gar nicht vorgesehen ist. Sowas wäre natürlich ja dumm, sage ich jetzt einmal, weil warum soll der Indianer, wenn er Überschuss hat an Mais, nicht dafür vielleicht Glasperlen, Goldschmuck oder andere Bedarfsgegenstände eintauschen wollen dafür? Das nennt man dann ja auch Tauschhandel. War ja auch früher so manchmal gang und gäbe, dass man das gemacht hat. Okay, wir sehen jetzt hier unsere zwei Fahrzeuge auf der Minimap. Ich schaue jetzt einmal, wenn wir die große Map anmachen, dann sehen wir unsere zwei Fahrzeuge, wie sie sich bewegen. Und es werden sich jetzt hier die Wege teilen. Der eine fährt jetzt da hoch und der andere hier hoch. Und wir lassen jetzt das Ganze einfach mal ein bisschen schneller durchlaufen, damit wir nicht so lange warten müssen. So, das heißt also, das Zeug werde ich also dann dementsprechend wieder abholen, weil wenn die es nicht brauchen, ja, ich kann es selber gut verwerten. Ich habe gedacht, man könnte tauschen, aber das war ein Irrtum momentan. Und das bekommt man halt alles nur im Laufe der Zeit raus, wenn man alles Mögliche ausprobiert. Weil eine direkte Beschreibung, wie was funktioniert, gibt es ja nicht. Ist ja auch recht nice, sage ich jetzt mal, dass so wenig wie möglich an Hilfen eigentlich gestellt werden. Denn es ist ja ein Spiel und in dem Spiel muss man das ja selber rausfinden, wie was funktioniert. So ist es ja auch im wahren Leben. Nur durch Fehler ist der Mensch in der Lage ja zu lernen. So, jetzt dürfte dann das Fahrzeug gleich kommen. Und jetzt schauen wir mal, was die uns zu bieten haben. Mäntel haben sie keine. Wir werden aber Kleidung und Kupfererz werden wir mal mitnehmen. Und dann schauen wir mal, Kleidung und Kupfererz. Wir haben also 19 Gegenstände, die wir einlagern können. Und Erz ist natürlich auch nicht verkehrt. Da können wir dann später wieder irgendwas draus machen. Schmuck oder was weiß ich. Noch weiß ich es noch nicht. Fleisch ist schon wieder mal Mangelware. Das ist bei mir aber üblich. So, mehr können wir momentan nicht einlagern. Das liegt zwar auf dem Boden. Jetzt klicke ich einmal drauf. Und ihr seht, der Wagen ist voll. Ich kann es also nicht aufnehmen. Gut, dann fahren wir mit unserem Wägele. Fahren wir einfach wieder zu unserer Base, zu unserem Handelsposten. Dann klicken wir den anderen Indianerwagen an. Indianerwagen, sage ich schon. Unseren Leiterwagen an und schauen, was die uns bieten. Und Mais brauchen wir auf jeden Fall zum Füttern für unsere Schweinchen. Obwohl ich schon so viel Mais angebaut habe, dass eigentlich wir in einer Schwemme leben müssten von Mais, aber dem ist nicht so. Und Brot könnte man auch mitnehmen. Ist natürlich jetzt auch ein kleines Problem. Wenn wir hier oben sind oder außerhalb von unserem Bereich sind, wird uns nicht angezeigt, was unser Hauptlager oder was wir in unserer Stadt überhaupt alles eingelagert haben. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man das hier separat noch einmal irgendwo sehen könnte, ohne dass ich jetzt zurückgehe auf die Stadt, um zu sehen, was wir haben. Ich könnte jetzt Stadtübersicht anklicken, aber da tut sich nichts. Ne? Doch, es tut sich was. Aber ich sehe jetzt momentan auch nicht, was ich im Lager habe. Wenn ich da drauf klicke, dann sehe ich nur unbegrenzt, unbegrenzt. Dann hier sehe ich jetzt die Warenübersicht.
wäre auch nicht schlecht, wenn man jetzt das Fenster irgendwie ja, zur Seite bewegen könnte. Ich habe es also auch schon mit verschiedenen Tasten ausprobiert. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, dieses Fenster in irgendeine Richtung zu bewegen. Da sollten sich die Programmierer auch mal einen Kopf drüber machen. Und wir haben Mais 96. Warum uns die Schweine immer ausgehen, weiß ich nicht. Ja, die könnten eigentlich durch den ganzen Winter durchgefüttert werden. Ist also sehr ja, komisch momentan. Verstehen tue ich nicht alles hundertprozentig, warum so abläuft. Gut, wir haben jetzt unser Auto vollgeladen. Haben wir unser Auto vollgeladen? Ja. Wo ist denn das Brot? Ach, da ist das Brot. Gut, dann fahren wir mit unserem Auto auch zurück. Und den laden wir schon einmal ab. Dann haben wir schon wieder mal Klamotten. Und dann stellen wir das Auto auf die Seite. Ich sage jetzt mal Auto, ne? Ihr wisst, was ich meine. Da läuft einer mit dem Schwein. Der bringt das Schweinchen zum Fleischer. Das sollten wir ihm auch erstmal machen lassen. Weil wenn wir ihn jetzt anklicken und sagen, geh zum Doktor, dann könnte es sein, er lässt das Schwein alleine stehen. Was dann das Schwein macht, weiß ich nicht. Entweder läuft es freiwillig zum Metzger und lässt sich schlachten. Ich weiß es nicht. Ich habe das also nur mal bei anderen Gegenständen gesehen. Die lassen sie dann einfach liegen und begeben sich zum Doktor. Jetzt tun wir einfach einmal den hier erst einmal das Schweinchen abgeben lassen, und wenn er wieder rauskommt, dann werden wir ihn zum Doktor schicken, damit er wieder gesund wird. Ja, wo geht er denn lang, der gute Mensch? Da ist er. So, jetzt schauen wir mal, ob er nach Erledigung seines Auftrages, ja, er geht selbstständig zum Doktor, welch ein Wunder. Ja, manchmal funktioniert ja doch alles, hin und wieder, nicht immer. Das ist der, dem wir gesagt haben, er soll das Pferd abstellen. Das ist auch so eine Sache, was mich ein bisschen irritiert, wo die, ja, die Programmierer sich da vielleicht einmal einen Kopf drüber machen könnten. Wenn man also jemanden einen Auftrag erteilt hat und der Auftrag erledigt ist, warum kann dann die Person nicht automatisch sich in den Kreislauf der Stadt integrieren? Die laufen nicht zum Doktor. Siehst du, da haben wir das Problem, dass die wahrscheinlich erst einen Auftrag ausführen müssen oder wollen. Aber ich schicke sie gleich zum Doktor. Ja, also wie gesagt, die Programmierer dürften sich da mal einen Kopf drüber machen. Wenn jemand also ja, seinen Auftrag erledigt hat, dann sollte er sich wieder in das normale Betriebsleben hier in dem Dorf ja, einfinden und weitermachen, ohne dass man ihn dann aus dem Schlaf wieder erwecken muss. Das ist manchmal eine Sache, wo man nicht unbedingt immer gerne dran denkt. Das vergisst man hin und wieder mal. Und dann stehen ja so zwei, drei Leute rum und machen nichts. Das ist natürlich auch nicht förderlich für das Stadtleben. Und dann würde ich ganz einfach sagen, ja, dann vielleicht noch etwas hier. Wir haben also momentan zwei Sheriff-Büros eingerichtet mit insgesamt sechs Leuten bestückt. Und die habe ich jetzt mal im Dorf so ein bisschen verteilt, dass der Sheriff oder die Sheriffs überall mal ein bisschen patrouillieren. Das ist die Bank. Die wird hoffentlich irgendwann nochmal fertig. Ich habe ja eigentlich Ware genug. Oder ist mir schon wieder mal Eisen ausgegangen? Ja gut, wenn das der Fall ist, dann muss ich mal Eisen einkaufen. Wobei ich gedacht hätte, wir hätten eigentlich noch genug Material. Okay, 10 Stück erst einmal. Und Fleisch müssen wir auf jeden Fall wieder mal massiv einkaufen. Ich weiß nicht, warum das Fleisch einfach nicht langt, obwohl ich ja zwei Metzgereien habe, die insgesamt mit 1, 2, mit drei Leuten, ja, Schweine verarbeiten, und trotzdem langt es hin und vorne nicht.
Ich muss jetzt schauen, dass wir unser Gebiet noch erweitern, damit ich in der Lage bin, ja, eine Rinderfarm zu etablieren. Das werden wir aber dann im nächsten Video ja möglicherweise angreifen, wobei sich die Frage stellt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Stadt erweitern will, brauche ich 25.000 Dollar. Das ist ein Haufen Geld. Wir haben aber bloß 8.900 momentan. Es wird erst einmal weniger, weil wir was einkaufen müssen. Und ja, dann ist es vielleicht sinnvoller. Ich werde wieder hier versuchen, an der Bahnstrecke ja erst einmal eine kleine Zwischenstadt aufzubauen, einen Handelsposten und einen Bahnhof. Vielleicht kann man dann auch Handel treiben mit den hier am Kartenrand Verbindungsstrecken von der Eisenbahn, vielleicht mit entfernten Städten Handel zu treiben. Müssen wir mal ausprobieren, wie das funktioniert. Auf was das ihr auf jeden Fall auch immer achten müsst, ist, wenn hier einer mit so einem roten Kopf rumläuft. Oh, den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen, ja. Den hatte ich irgendwas beauftragt, ich glaube, einen Colt zu holen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wissen das überhaupt so? Ach ne, der Jäger. Ach ja, der Jäger sollte eigentlich die Winchester mitnehmen. Komischerweise beim Jäger gibt es immer das Problem, dass der die Winchester nicht aufnimmt, die irgendwo rumliegt. Entweder braucht er ein besonderes Jagdgewehr, das heißt, ich habe ihn also umsonst irgendwo hingeschickt. Jetzt rennt er in die Kirche. Ja, hilft ihm eigentlich auch recht wenig. Ich werde wahrscheinlich noch Waffen kaufen müssen, damit der Jäger eine entsprechende Waffe bekommt. Ja, was gibt es noch momentan schnell mal so als kleine Hilfen? Ja, macht genug Brunnen, damit ihr genügend Wasser habt. Einmal für die Bevölkerung, zum anderen zum Gießen für die Äcker. Denkt dran, ja, auch Wasserreservoirs anzulegen. Wie hier einen Wasserturm, da haben wir jetzt schon 14 Wasser drin und hier haben wir 41 Wasser drin. Wir sind also auf einem guten Weg. Denkt an genug Nahrungsmittel, die ihr bereithalten müsst. Wenn ihr zu viel einkaufen müsst, seid ihr bald bankrott. Und warum geht er zum Doktor? Ja, das macht er. Denkt auch daran, dass ihr entsprechend viele Toiletten aufstellt. Das verhindert Krankheiten. Wenn ihr zu wenig Toiletten habt, dann kann es also dumm ausgehen, dass ihr so viel Kranke gleich am Anfang habt und keinen Doktor habt, dann geht es auch einen Berg runter. Und schaut, dass ihr immer ausreichend Material habt für eure Bevölkerung. Hier schimpfen sie schon wieder, dass sie nicht genügend Mäntel haben. Der macht Mäntel, der braucht aber dementsprechend ja auch die Utensilien dazu, um Mäntel herstellen zu können. Und der jammert hier schon wieder, wir haben nicht genügend Eisenteile, also kaufen wir nochmal welche. Jo, und dann seht ihr, wie das Geld eigentlich hier wieder verschwindet, wie warme Semmeln, wie im echten Leben. Die Steine werden auch immer weniger, da müssen wir also auch schauen, dass wir dann unser Gebiet so erweitern, dass wir hier Steinminen, Eisenminen etc. anlegen können. Da hätten wir Kohlemine und da hätten wir noch eine Steinmine. Das heißt, die Steinminen können aber auch nur explizit hingerichtet werden. Nur so ist es möglich, eine Mine zu etablieren. Und dazu muss dann zwangsläufig dann dieses Haus und vielleicht der Brunnen noch weg. Aber ich glaube, wenn das Haus weg ist, dann geht's. Ihr müsst dann aber auch für Ersatz sorgen, dass die Leute nicht obdachlos sind, sonst wandern sie weg. Alle Leute, die wegwandern, bringen euch kein Geld, denn ihr verdient ja aus den Leuten, die in den Häusern wohnen, bekommt ihr Miete. Und ihr müsst das alles so managen, dass ihr mit den Mieteinnahmen höher liegt wie als mit den Ausgaben für die Gebäude. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Ich bin schon ein paar Mal ins Minus gerutscht,
Und ich glaube, so bei ungefähr 4.900 Dollar oder 5.200 Dollar so in etwa sagt das Spiel dann Game Over. Und ihr habt es dann nicht geschafft, eure Stadt am Leben zu erhalten. Ups, jetzt habe ich den angeklickt, was ich nicht wollte. Gut, Banditen haben sich in der Nähe niedergelassen. Ja, das werden wir dann also auch im nächsten Video mit Sicherheit hier dieses kleine Manko werden wir bereinigen. Die werden wir gleich mal dann überfallen im nächsten Video. Und dann müssen wir dementsprechend auch erst einmal Geld haben, um ja unsere zweite Stadt an der Bahnlinie aufbauen zu können. Ja, Leute, wenn euch das gefallen hat, dann schaltet wieder ein. Schaut auf meinen Kanal, schaut die Braved an. Es ist ein echt nettes Spiel. Und vor allen Dingen, ja, man muss wirklich auf sehr viel achten. Was ist denn das für einer da? Achso, das ist der Händler, der wieder davon fährt. Man kann auch ganz schnell hier im Spiel einiges übersehen und dann geht es einen Bach runter. Aber dafür spielen wir ja das Spiel. Und ja, wem es gefallen hat, wie gesagt, ne, lasst dann Daumen nach oben da. Und wo läuft denn der hin, wenn er krank ist? Der will wieder irgendwas erledigen, aber der soll erstmal zum Doktor gehen. Schreibt einen Kommentar und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann meinen Kanal abonnieren. Habe ich gar nichts dagegen. Würde ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten würde ich mich natürlich freuen. Und die Schweinchen sind hier schon fast alle. Und dann tun wir einfach den Bereich des Fleischers nach hier verlagern, weil hier haben wir wieder genug Schweine drinnen. Ja, und so geht es halt hier rundherum, dass man einigermaßen die Bürger zufriedenstellen kann. Zwischendurch noch ein bisschen was einkaufen, weil es halt doch nicht ganz langt. Was ist denn das da? Da liegt da so viel Fleisch. Warum holt denn das kein Mensch ab? Fleischer. Hoppala. Fleischer. Träger. Ein Träger hat der. Der hat einen Träger. Das Lager ist voll. Also sollen die mal jetzt hier sofort das Zeug mal wegtransportieren. Da muss man auch immer drauf schauen, dass wenn die Lager voll sind, dass die das Zeug schnellstmöglichst abtransportieren. Leider Gottes kann man hier am Rathaus niemanden beauftragen. Doch kann man schon sofortige Abholung der Waren kann man anklicken. Aber das dauert bei denen hier immer so lang, bis die das Zeug wegtransportiert haben, um es dann hier im großen Lagerhaus abzulagern. Jo, das soll es dann erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und es hat euch was gebracht. Und dann sage ich ganz einfach Holdio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP OK.